Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Kapion ist gut ausgekommen. BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it suddenly came in there. Took home the third spot. They were two laps down. This baloney. Get up. Get out. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz herzliches Willkommen heute Grande Finale Sunday Grand Prix Series in Le Mans. Und unser Tommy ist schon Champion. Hier nochmal an dieser Stelle einen ganz, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Da wird es ja heute ein reines Spaßrennen, denke ich mal. Einige Freunde wieder mit an Bord. Ich freue mich schon sehr und ich hoffe ihr auch. Und da schauen wir mal, was die alle so anstellen. Wünsche ich euch mal einen ganz viel Spaß. Der Mittelstreifen bremst ein, hast du gemerkt? So, liebe Zuschauer, heute also Le Mans, das wird sicher wieder eine wilde Raserei. Was für Mittelstreifen? Wer fährt in der Mitte? Wer tut sowas? Grande Finale, das letzte Rennen der Saison steht auf dem Zettel. Der Titel ist vergeben. Unser Tommy hat sich ja vorzeitig zum Champion gekrönt. Der langen Rahmen, der Mittelstreifen bremst ein. Schauen wir mal, wer auf wer fährt denn in der Mitte? P2 und 3 ins Ziel kommt in der Gesamtwertung. Aber mit dem GT3 bist du in der Mitte schneller. Ist das so? I'm using the baseline Le Mans myself and it's kind of slow. Oh Gott. Und heute haben wir neben Tommy auch Björn, Bayern, Wolfram und Bernhard mit im Chat. Oh, jetzt muss meine Tochter an. Und im Rennen natürlich auch. Tochter, Schnauze! Der Senna ist öfter. Tommy fährt doch keine Quali. Der Tisch ist schon doch am Telefon. Da Tommy gerade mit seiner Tochter telefoniert, wird wohl etwas Wichtiges sein, kann er natürlich an der Qualifikation nicht teilnehmen. Die anderen sind schon mal alle losgefahren. Ich denke mal, die Qualifikation ist hier in Le Mans nicht ganz so entscheidend wie sonst. Oh, die wird wohl nicht zählen, die Runde. Meinst du? Schätze ich mal. Kommst du nur zu der Erkenntnis? Viel wichtiger wird sein, das richtige Setup heute auf dem Auto zu haben. Wir haben ja hier eine ewig lange Gerade ohne Schikanen. Und wenn du da im Windschatten nicht dranbleiben kannst, dann verlierst du ganz schnell den Anschluss. Natürlich ist es auch wichtig, halbwegs vernünftig irgendwie dann um die Kurven zu kommen. Jungs! Lieber Gast. Ich hab ein Problem, meine Tochter steht in Düsseldorf. Ja, und jetzt? Hoffentlich. Hast du schon was von ADAC gehört? Familie hat selbstverständlich immer Vorrang. Vor allem die eigenen Kinder natürlich. Der Sparte zur Zeit und Pol mit einer 326. Ne, jetzt war es 326 ist der Pol. Und Tommy ist ja schon Champion, deswegen ist das heute nicht ganz so wichtig hier. Das ist ja eigentlich ein reines Spaßrennen für uns alle heute hier. Wir haben insgesamt 18 Fahrer im Grid stehen. Die meisten kennen unsere Zuschauer eh. Und diese 18 Fahrer müssen 11 Runden insgesamt hier absolvieren. Es steht wie immer keine Schnellreparatur zur Verfügung, es ist kein offizieller Boxenstopp geplant und die Stärke des Feldes beträgt 1757. Das freut mich, dass wir neben Björn auch wieder unseren Bernhard mit am Start haben. Ich hoffe, Björn hat heute etwas mehr Rennglück beim letzten Mal. Inzwischen ist jetzt auch unser Tommy auf die Strecke gegangen, um seine Qualifikation zu absolvieren. Marcel Daniel Sternen auf Pole Position vor George Barthev und Mark Kruijtschenk auf P3. Die meisten sind gerade in ihrer zweiten Runde. Nach den Erfahrungen der vorletzten Saison bin ich mir ganz sicher, das wird heute wieder eine wilde Windschattenschlacht hier werden. Scheiße. Was denn? Ja, ich bin jetzt auch noch mal rausgefahren hier. Schauen wir mal, ob Tommy hier noch eine gezeitete Runde hinbekommt. Ah, 15 Jahre. Mark Kruijtschenk hier nach dem ersten Rand ziemlich weit vorne in der Startaufstellung. Sehr gut.
dass Frauen nicht dazu in der Lage sind, selbstständig einen ADAC anzurufen. Adam Plattka auf 3. Zeit auf Sparte voll. Und das Qualifying müsste dann jeden Augenblick beendet sein. Tommy schafft ja keine komplette Runde mehr. Doch, Qualifying ist vorbei. So. Ich habe auch erfolgreich keine Runde hingekriegt. Und da schauen wir doch direkt gleich mal in die Ergebnisse rein. So. Perfekt. 2, 3, 4, 5 starten ohne Zeit. Und wie wir oben in der Zeitenliste sehen, hat hier die Hälfte des Feldes keine gültige Qualifying-Runde hinbekommen. Robert keine Zeit. Und da beginnt auch schon die Startaufstellung. Der Erste, der sich hier bereit macht, ist Byron. Bis auf die letzten zwei Starter alles bekannte Namen heute. Byron. Oh, jetzt habe ich da dein Gequatsch reingequatscht. So, Rennsetup ist drauf, Spotter ist an. Und so langsam machen sich die Jungs hier bereit. Oh. Auch Bernhard heute keine Qualifying-Runde geschafft. Die Jets sind schon geflogen. Ja, fliegen gerade. Die letzte Minute vor dem Stopp ist angebrochen. Drücken wir mal unseren Jungs ganz fest die Daumen. Eine Minute bis Ampel. Und hoffen, dass das heute ein richtig cooles Rennen für alle wird. So. Morgen. Alles Gute, Jungs. So langsam füllt sich hier der Grid und das Adrenalin steigt. Viele, die keine Runde hingelegt haben. Ja, vor allem Leute, von denen man es eigentlich erwartet, dass sie eine Runde hinlegen. Aber gut. Der Wolfram ist direkt hier neben mir. Ja. Also ein paar Bremsklötze zwischendrin. Naja, erst zwei Runden extrem chillig machen. George Bartev hier auf Pole vor Mark Cruickshank und Adam Platzka auf P3, P4 dann Marcel Daniel Schanen und auf P5 haben wir unseren Byron. Eine Top-Ausgangsposition für unseren Buddy aus England. Man, I think I'm gonna have to drop out. Oh nein, Robert Simpson ist weg oder was? Nein, oder? I must have a bad connection. Everything keeps going away. 10, 9, viel Erfolg, Jungs. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go! Grüne Flagge und die wilde Jagd beginnt. Oh, Wolfram mit dem Mörderstart. Oh, und Mark hat jetzt hier direkt einen Fehlstart. George Bartev übernimmt hier direkt die Führung. Dahinter Marcel Daniel Starnen und Ben Sommers schleicht sich hier nach vorne auf den dritten Platz. Allah! Ja, du musst den Platz lassen. Mark Cruickshank bis auf 4 zurückgefallen. Wie viel Platz brauchst du noch? Da war noch einer. Wie, da war noch einer? Hä? Da war noch einer. Okay, den habe ich nicht gesehen. Oh, und da haben wir es gerade noch im Augenwinkel gesehen. Da hat es einen Unfall gegeben. Marcel Daniel Starnen fällt da weit zurück. Dem fällt auch der Heckflügel. Das ist ein Alkis. Das ganze Klassement hier reichlich durcheinander gewirbelt. Müssen wir gleich erstmal schauen, wer hier auf welchem Platz liegt. Marcel hat hier auch schwere Probleme, sollte lieber das Fahrzeug abstellen und erst einmal einen Reparaturshop einlegen. Hier vorne Ben Sommers vor George Bartev und dann Adam Platzka. Zeigt mal her eure High-Down-Force-Setups. Okay, du hast auf jeden Fall schon mal einen High-Down-Force. Hallo, hallo, hallo. Adam überholt jetzt hier auch Mark Ulcheng. Jetzt gehen hier gleich schon die Windschattenschachten los. Zeig gerade erste Kurve. Ja. Cold Brakes. Ach, das ist Hörner sogar. Okay, Hörner ist Think about your cold brakes at first breakpoint. Mark Cruickshank hier hat einen kapitalen Verbremser und rauscht volle Kanne in Marcel Daniel Starnen rein. Der hier sein Heckflügel verliert, da ist das Rennen gleich in der ersten Kurve zu Ende. Mark kann weiterfahren. Scheinen alle dasselbe Setup zu haben hier. Vorne wie auf jeden Fall. Da haben wir also nach wenigen Metern schon das erste Unfallopfer zu beklagen. Sehr, sehr schade. Dafür geht es jetzt hier auf der langen Geraden richtig rund. Man sieht hier, Ben wird ein Opfer seiner Gegner. Der hat hier ein High-Down-Force-Setup gewählt, schätze ich mal. Adam Glatzka und George Bartev vorneweg auf P3, dann Byron Long. Die Jungs haben hier wahrscheinlich das schnellste Setup für die Gerade gewählt. Auf P4 haben wir Mark Cruickshank. Und Adam geht hier auch als Erster in die Mulsanne-Kurve. Dahinter George Bartev. Auf 3 haben wir jetzt den Mark Cruickshank und auf 4 Byron. Und George macht da hinterm Adam schon Druck, will da unbedingt vorbei auf P1 gehen. Das ganze Feld hier noch relativ kompakt beisammen, bis auf die zwei Jungs vorne, die machen sich schon aus dem Staub. Dahinter gibt es wilde Kämpfe um die Position. Hey! Und Björn beschwert sich hier schon mal, weil Ben Sommers da ein bisschen dicht um auf die Pelle rückt. Da ist Björn auch vorbei.
Und George Bartev geht jetzt hier in Front vor Adam Klatzka und Mark Kühlschenk. Nein. Come on, Mark. Not that important. Come on, Mark. Vorsicht! Achtung! Sorry, mate. Oh no, Indianapolis Corner. Und da ist Keith Hörner von unserem Wolfram abgeschossen worden. Das müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Schade. Anfahrt Arnage hier und Wolfram verschätzt sich, berührt hinten das Hinterrad vom Keith und der dreht sich weg und verliert einen Haufen Plätze und Zeit. Zum Glück nirgendwo eingeschlagen, aber verliert einen Anschluss und einen Windschatten. Und wir sehen es hier, Wolfram ist noch hinter Robert Simpkins auf P9 zurückgefallen, Robert auf 8, auf P7 haben wir dann Tommy, P6 Björn und auf dem 5. Bayern. Boah, was ist denn so untersteuerig, ey? Vorm Tommy schon eine Lücke von 2,5 Sekunden. Hier vorne Björn und Bayern betteln sich um P5. Und ganz hier vorne Ben Sommers verfolgt Mark Kühlschenk, der jetzt abbiegt in die Box. Der wird wohl in die Box ab. Mark jetzt seine Durchfahrtsstrafe absitzen müssen. Und auch Wolfram fährt jetzt direkt in die Box. Und George Bartev geht jetzt hier als erster in die zweite Runde. Dahinter haben wir Adam Klatzka, Ben Sommers, Byron Long und Björn Ackermann. Dann schon eine kleine Lücke von fast 3 Sekunden zum Tommy. Und auf P7 Robert Simpkins. Auf P8 haben wir unseren Bernhard. Und Wolfram kassiert jetzt hier noch eine Durchfahrtsstrafe für Speeding in Pits. Das ist echt schade. Auch Bernhard diesmal einen soliden Start hingelegt. Liegt hier hinter Tommy und dem Robert. Mit Anschluss nach vorn. Hinter ihm Michael Morell und Keith Hörner, der ziemlich weit zurückgefallen ist. Und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Byron. Akapon Kala Vatanond verschätzt sich hier. Anfahrt, letzte Schikane vor Start und Ziel. Nichts weiter passiert und weiter geht's. Oh, du Bremsklotz. So, und Byron und Björn gehen jetzt gemeinsam hier auf die Hunyadir gerade mal schauen. Was im Leben. Seite an Seite geht es hier die lange Gerade runter. Und auch hinter den Jungs Tommy, Robert und Bernhard werden sich jetzt hier um die Position betteln. Vor Björn, Ben Sommers, man sieht, wie sein Vorsprung so langsam dahin schmilzt mit seinem High-Down-Core-Setup. Alter, sein Setup ist schneller. Die zwei Bodies kommen sich hier aber bedrohlich nahe. Hoffentlich räumen sie sich hier nicht gegenseitig ab, das wäre eine Katastrophe. Null. Und so wie es aussieht, haben hier beide Jungs das gleiche Setup gewählt. Erst vom Abgrund. Dann schauen wir mal, wer hier als erstes nachgibt. Diese Gerade hier, die ist ewig lang, die scheint kein Ende zu nehmen. Dahinter geht es jetzt auch zwischen Bernhard und Robert zur Sache. Das haben wir gerade nicht im Bild. Byron und Björn haben jetzt auch gleich den Ben eingeholt, der hier auf der Geraden absolut keine Chance hat mit seinem High-Down-Force-Setup. Dafür fährt er den Jungs dann im kurvischen Teil wieder um die Ohren. Jetzt hat sich hier Björn durchgesetzt und auch Bernhard konnte sich vor Robert Simpkins behaupten. Björn etwas spät gebremst und sofort greift Byron wieder an. Zu früh gebremst, Bernie, keine Ahnung. Alles gut. Und das Rennen entwickelt sich genauso, wie ich mir das vorher schon gedacht habe. Eine wilde Windschattenschlacht. Jetzt geht Byron wieder in den Angriffsmodus über und versucht an Björn vorbeizugehen. Was er jetzt hier auch schafft. Byron ist schneller als Björn hier. Ganz stark gemacht. Wilde Kämpfe werden hier ausgefochten. Auf 6 haben wir hier den Tommy, auf 7 Bernhard Grütering, auf 8 haben wir Robert Simpkins, auf 9 Keith Hörner, P10 dann Michael Morell und hinten Lenz Simon schon ein kleines Stück abgeschlagen. Dann nochmal 5 Sekunden später kommt hier Senna Grave. Auf 13 haben wir Jess Moore. Und auf 14 haben wir Mark Kühlschenk, oha, der jetzt hier von Akapon Kala Vatanond abgeräumt wird. Oh, alter Junge! Und auch Björn beschwert sich da über Byrons Fahrweise. Ja, oh Gott. Hält jetzt hier ein Stück zurück. Vorne die Podiumsplätze haben sich schon ein Stück aus dem Staub gemacht. Der Abstand zwischen Byron und Ben Sommers beträgt fast 3 Sekunden. Eat my dust. Very, very strong performance from our friend Byron. Im Helm riecht's jetzt nach Gummi, wa? Oh, der untersteuert so. Mark Kühlschenk hier, Anfahrt Indianapolis. Der hatte auch schon bessere Tage. Da kommt Akapon angerauscht, verbremst sich hier kapital und räumt Mark Kühlschenk hier ab. Wartet aber höflich. Ein gebrauchtes Rennen heute für Mark. Zum Glück kann er weiterfahren. Ui, Thomas. Tommy ist weg. Oha, und plötzlich ist hier unser Champion weg. Da ist die Internetverbindung abgebrochen. Ach du Scheiße. Schade, damit sind wir einer weniger jetzt im Rennen.
damit haben wir nur noch unsere drei Bs hier im Rennen dabei. Bayern, Björn und Bernhard. Der hat auch seiner Frau gesagt, sie soll den Router rausziehen, damit er dann so tun kann, als wenn er nur ein Internetproblem hätte. Echt schade. Die beiden Führenden haben sich schon aus dem Staub gemacht. Jetzt wäre er zu Türstechen. Bernie hat jetzt auch schon einen kleinen Gap nach vorne und muss sich hier mit Robert Zipkins rumschlagen. Wir wollen Bayern und Björn. Das Duell geht jetzt hier in die nächste Runde. Und wieder geht es hier raus auf die ewig lange Hunyadier-Gerade. Wolfram ist wieder aus der Box rausgefahren und versucht sich auch nochmal. Ja, da Pack ist er. Lost. Da haben wir unseren Tommy wieder gehört gerade. Hat gerade eben gesagt, die Internetverbindung ist abgerissen. Sehr, sehr schade. War trotzdem eine mega geile Saison, in der der Tommy hier den Titel geholt hat. Und ich denke mal, er hat sich jetzt auch eine Pause redlich verdient. Und wie in den Runden davor schmilzt jetzt hier auch Bens Vorsprung, während Björn und Bayern und auch Bernhard und Robert wieder um die Position kämpfen, hier auf der ewig lang geraten. Ihr fahrt gerne nebeneinander, oder? Da könnt ihr euch die ganze Zeit unterhalten. Ja. Und während die Jungs hier vorne kämpfen, hatten wir im hinteren Feld wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns sofort mal anschauen. Wolfram hier, ach, das ist auch nicht sein Rennen hier. Letzte Schikane, verliert er auf dem Körb sein Auto und schlägt so blöd ein, dass das Rad hinten abknickt. Schade. Lockt sich hier auch aus. Da heißt jetzt erstmal Kraft tanken für die neue Saison. Das war ein Contact, oder? Und Bayern könnte sich jetzt hier wieder durchsetzen. Beide haben massiv auf Ben Sommers aufgeholt. Aber im Bild so ausgesehen. Blatt Papier hat noch reingepasst. Das hat sogar ein Geräusch gegeben, ne? Echt? Tommy? Echt ein Absturz. Ach, mal wieder. Bernhard konnte einen kleinen Vorsprung auf Robert rausholen. Gib's doch zu, du hast zu deiner Frau gesagt, zieh mal einen Router raus, damit ich mich um die Töchterchen kümmern kann und die mir sich ärgern. Definitiv. Die Turner nach seinem Zwischenfall in der ersten Runde mit Wolfram rast, dem fällt ja auch hinterher. Ja, ich glaube, ich war jetzt trotzdem nicht. Alles klar, Jungs. Gutes Rennen noch. Ciao, ciao. Ja, rein. Hier haben wir Lenz Simon auf P10, der letzte, der somit die Top 10 abschließt. Und Björn jetzt an Bayern vorbeigegangen. Das hat man gerade nicht bei uns im Bild. Jetzt schiebt sich hier alles wieder ein bisschen zusammen. Sehr schön. Hier vorne unser Führungsduo, George Bartev und Adam Glatzka, schon über 4 Sekunden weg vom Rest des Feldes. Adam scheint heute der Einzige zu sein, der hier mit George halbwegs folgen kann. Und während George jetzt hier die vierte Runde eröffnet, hat dahinter unser Björn auch keine Probleme und rodelt jetzt hier ein bisschen durch die Gegend. Und da ist jetzt sofort von hinten auch wieder Kumpel Bayern da. Da kommt Bayern wieder vorbei. Da geht das herzerfrischende Duell hier in die nächste Runde. Aber auch dahinter Bernhard und Robert konnten jetzt aufschließen hier auf die Jungs. Das wird jetzt hier einen lustigen Vierkampf geben auf der Hunyadier-Gerade. Wir sehen sie auch optisch. Bernie und Robert direkt hinten dran. Der schöne Vierer-Express jetzt hier und Bayern vorneweg, ein ganz starkes Rennen heute. Oh Gott, da fliegt er. Ach nein, das gibt's doch gar nicht. Kaum habe ich ihn gelobt. Bayern, was machen Sachen? Ist mit dem Hinterrad in den Dreck gekommen. Ach, nur ein kleiner Ausritt, aber einen Haufen Plätze verloren. Bestimmt eine Zigarette angezündet oder wieder die Katze gestreichelt. Schade, war heute so gut unterwegs und hat hier ums Podium mitgekämpft. Kleiner Aufmerksamkeitsfehler. Das Kies so langsam ist, wundert mich. Das schauen wir uns jetzt hier direkt gleich nochmal an. Er hatte am Anfang einen Ausritt, vielleicht das Auto beschädigt. Oh, unser Bayern hier, bisschen zu schnell in die Kurve hier reingegangen, verliert das Fahrzeug und segelt ins Kiesbett. Das ist hier aber zum Glück groß genug, aber verliert hier einen Haufen Plätze und Zeit und wahrscheinlich auch einen Anschluss. Dafür hat Björn jetzt einen neuen Gegner, nämlich unseren Bernie. Ach Bernhard, tschüss Bernhard. Salve, grüß dich. Wie geht's? Alles gut? Ja, jetzt kommst du wieder. Achtung. Wie geht's deiner Frau und meinen Kindern? Perfekt. Alle abgeschoben, adoptiert. Neue gemacht, oder? Ah, freut mich sehr, dass wir Bernie und Björn heute am Start haben. Wir trainieren nur das Neue machen. Robert ist inzwischen schon 2 Sekunden weg. Also wie lang ist denn die gerade? Das gibt's doch gar nicht. 2 Minuten. Oder 1,5 Minuten oder so. Wenigstens gibt uns das hier die Möglichkeit, ab und zu mal mit den Jungs zu quatschen. Jetzt hat sich Björn auch wieder durchgesetzt. Oh Gott. Björn Royal Ackermann kommt da an die Erde. Hecke. Oh. Ganz schön schwer. Kurt Braun? Nö, für mich nicht, aber ich glaube für dich, oder? Ja, ist, nö, alles gut. Und während wir mal einen Blick hier ins hintere Feld werfen, Lenz Simon auf P10 und hinter ihm dann Chesbrough auf 11, Senna Grave auf 12 und Michael Sullivan auf 13.
haben wir ganz hinten einen Zwischenfall gehabt, den wir jetzt nochmal nachreichen. Unser Leader George Bate 4 inzwischen 2,5 Sekunden Vorsprung vor Adam Platzka. Wow, tolle Pace heute. Ohne Flügel muss er so früh auf die Bremse, ne? Acapon Kalavatanon hat hier schon wieder Probleme. Der hat heute nicht seinen besten Tag. Ich glaube, da sind noch ein paar Übungsstunden fällig. Zum Glück kein Einschlag und weiter geht's. Ich glaube, jetzt sind die Positionen erstmal so weit gezogen. Ben Sommers kann sich immer noch auf P3 halten. Nee. Ja, oh, oh. Und was ist denn das für eine Kretzkacke? Oh, Björn, der nächste Wackler hier. Vor Schikan, Vorstopp im Ziel, da hat er irgendwie so seine Probleme. Und Bernie ist wieder ganz dicht dran. Der wird wohl jetzt auf der 100 Dier geraten, das Spielchen von vorne losgehen. Und auch Robert kann da seinen Rückstand so langsam wieder zufahren. Hinterm Robert schon eine größere Lücke von 3,5 Sekunden hier zu Pete Turner, der jetzt so langsam von hinten Besuch von Michael Morell bekommt. Die Jungs sind jetzt in der 5. von 11 Runden. Da bewegen wir uns langsam Richtung Halbzeit. Hier unser Freund Bayern auf P9 zurückgefallen. 2 Sekunden fehlen ihm nach vorne zu Michael Morell. Oh Gott. Hinter ihm Lenz Simon, 2,5 Sekunden weg. Und hier vorne Björn. Der fährt nur noch quer. Versucht sich an Ben Sommers wieder ranzukämpfen. Der hat inzwischen 4 Sekunden Vorsprung. Das habe ich denen nicht erlaubt. Und Björn scheint seine Reifen ein bisschen zu stark in Anspruch genommen zu haben. Der ist jetzt hier ganz schön am Rutschen. Schauen wir mal, ob Bernhard da rankommen kann. Von hinten kommt ja auch noch Robert. Die Plätze 4, 5 und 6. Ben Sommers vor den Jungs hat mehr als 5 Sekunden Vorsprung. George und Adam ganz vorne sind längst über alle Berge. Oh, jetzt gleich haben wir die Hälfte. Unser Bernie zieht sich da wieder ganz langsam ran am Björn. Ben ist auf dem High-Downforce-Setup. Ich komme immer näher und habe keinen Windschatten. Durch diese einmalige Streckencharakteristik hier. Oh, das wäre geil, wenn wir an Ben rankommen. Ist das ein völlig anderes Rennen wie sonst immer? Das Problem ist, ich kann nicht mit der Kiste hier nicht pushen. Nur Geduld und schön konzentrieren. Wir haben ja noch über die Hälfte des Rennens. Alles gut. Und man sieht ja auch, wie Bens Vorsprung jedes Mal schmilzt. Die Frage ist, wie viele Sekunden gewinnt er in den kurvigen Teil? Wenn die Jungs hier gemeinsam auf der Langgeraden unterwegs sind. Bernhard jetzt ganz dicht dran am Björn. Bleib hinter dir, keine Panik. Okay. Da arbeiten die Jungs jetzt auch zusammen, um vorne ranzukommen. Sehr, sehr gut. Keinen Bock, dass wir uns jetzt hier gegenseitig Zeit klauen. Dann können wir besser zusammen irgendwie versuchen, an den Nähers ranzukommen. Er hat auf der Geraden 2 Sekunden ungefähr. Unser Bernhard hat wie immer den kühlsten Kopf. Mehr. Sehr, sehr schön. Die beiden können jetzt langsam vom Robert lösen. Und man sieht es vorne, Bens Vorsprung ist auf unter 2 Sekunden geschmolzen. Die Jungs konnten hier gemeinsam nach vorn so einiges an Zeit gut machen. So entweder hat er einen Schaden oder Ultra halt da und fast hat er. Ja, wir alle haben Schaden, sonst wären wir nicht hier. Da hast du Ben. Nicht so einen Schaden. Ben hat tatsächlich ein Ultra High Downforce Setup gewählt, um hier in den Kurven allen auf und davon zu fahren. Ist natürlich dann auf der Geraden ein gefundenes Fressen. Und wir sehen es hier, Björn und Bernhard haben hier gemeinsam den Rückstand schon fast zugefahren. Fährt wie ein Sackschrauben, die Karre dort. Hier in den Kurven sieht man deutlich die Unterschiede zwischen den Setups. Ben fährt da wie auf Schienen durch. Und nie mit dem Sackschrauben durch die Gegend gefahren. Ich kann mir vorstellen, wie das fährt, nämlich ungefähr genau so. Ihr nützt aber jetzt das ganze Meckern nichts, jetzt heißt erstmal das Auto ins Ziel bringen. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber ungefähr so dürfte sich das anfühlen. Oh, und hier ein Stück weiter hinten hat jetzt Bayern seinen Rückstand zu Michael Morell wettgemacht und kann ihn jetzt auch hier überholen. Geht somit wieder auf den 8. Platz davor, aber Michael hat da noch lange nicht aufgegeben und kämpft sich hier wieder zurück. Der scheint hier auch ein High-Down-Force-Setup draufgeschnallt zu haben. Ich glaube, der Bayern fährt dasselbe Setup wie du, Björn. Der rutscht nur noch durch die Gegend. Ja, wir fahren eigentlich fast alle dasselbe Setup. Ben ist definitiv auf einem anderen Setup. Und wie wir festgestellt haben, gibt es hier zwei Lager, die High- und die Low-Down-Force-Setup-Fahrer. Okay, er verliert 2,5 Sekunden auf der Geraden und gewinnt 1,5 Sekunden im kurvigen Teil. Ergo müssten wir ihn erwischen. Hinten auf P12 haben wir Senna de Grave, dann auf 13 Michael Sullivan. Auf 14 haben wir Mark Cuisenaert, der auch versucht, das Rennen zu Ende zu fahren. Auf 15 dann Acapon Kalavatanon, der hier schon für einiges an Aufregung gesorgt hat. Und hinter ihm auf P16 der Letzte, der hier noch unterwegs ist, Marcel Daniel Stanen, der sein Auto auch repariert hat und versucht, das Rennen hier irgendwie noch nach Hause zu bringen. Eine sehr gute Einstellung. Hier vorne George Bartev hat inzwischen 2,7 Sekunden Vorsprung auf Adam Klatzka, der hier auch heute ein wahnsinnig tolles Rennen fährt. Auf 3 dann weiterhin Ben Sommers. Uiuiuiuiui. Scheiße. Auf 6, Slowdown. Ja.
Ah, shit. Auch schade, Bernie hat hier Eingang 100 hier einen Slowdown kassiert. 2,8 ist er vorne. Dadurch fällt er jetzt natürlich zurück und bekommt hier Besuch von Robert Simpkins. Der wird jetzt hier auch ausscheren, da sehen wir es, und geht jetzt hier auch am Bernie vorbei. Damit Bernie jetzt auf P6 zurückgefallen. Und schon zieh runter. Und Bernie Strafe will einfach nicht runterzählen. Da flucht man schon im Kopf mit, das kann ich gut verstehen. Das ist hier Elende, oder? Und hier ist so viel auf der Kragen. Letzte Runde ist Robert auch die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren. Fuck off! Black Flag oder was? Nee, nee. Aber ich musste eine Position abgeben. Und Björn hat jetzt den Rückstand zu Ben Sommers komplett zugefahren, hat hier einen riesen Geschwindigkeitsüberschuss und wird jetzt hier auch vorbeigehen. Man sieht es hier, mit Schmackes am Ben vorbeigegangen. Mal schauen, ob Ben hier dranbleiben kann und irgendwie noch kontern. Jetzt kommt ja nochmal eine lange Gerade. Man sieht hier deutlich, wie Björn in der Kurve zu kämpfen hat und Ben wie auf Schienen da durchfährt. Er fährt wie auf Schienen um die Kurve. Jetzt sehen wir hier auch, dass Bayern da irgendwo noch einen Wackler gehabt haben muss. Ist hier von 8 wieder auf 10 zurückgefallen, noch hinter Lance Simon. Und von hinten kommt der Chess Moore. Jetzt heißt es wieder mühsam nach vorn kämpfen. Sorry, Ben. Oh, und Björn hier auf P3 hatte den nächsten Rutscher und muss da Ben Sommers wieder vorbeilassen. Da geht das Spielchen jetzt nächste Runde von vorne los. Oh, Ben geht da auch weit und sammelt einen Incident ein. Hinter Björn Robert Simpkins, ungefähr 3 Sekunden weg von dem Kampfduo. Wir haben ihn hier mal im Bild. Der wiederum hat 2 Sekunden Vorsprung auf unseren Bernhard. Und Bernhard wiederum ungefähr 2 Sekunden Vorsprung auf die Turner. Die Plätze 5, 6 und 7 nach hinten zu Michael Morell auf P8 sind schon über 5 Sekunden Abstand. Ganz vorn alles wie gehabt. George Spatev 2,5 Sekunden vor Adam Klatzka. Und Bayern hat jetzt seinen Rückstand zugefahren, setzt jetzt hier an und geht jetzt hier auch mit Schwung an Lance Simon vorbei. Der kann sich hier aber auch nicht wehren. Hat hier ein Setup mit einem viel höheren Downforce. Schade, Bayern könnte heute um die Top 5 Plätze vorne mitkämpfen. So eine gute Pace hat er. Leider mal wieder den ein oder anderen kleinen Aufmerksamkeitsfehler drin gehabt. Alles in allem muss man aber sagen, ist Le Mans hier für so einen Saisonabschluss eine richtig coole Strecke. Das macht heute eine Menge Spaß, dieses Rennen hier zu verfolgen. Zumal die Jungs hier auf der Geraden auch genug Zeit haben, um sich ab und zu mal mit mir zu unterhalten. Hier vorne hat Björn jetzt seinen Rückstand zu Ben wieder zugefahren. Aber Rückstand zufahren und vorbeikommen, das sind mal zwei Paar Schuhe. Wir sehen es hier, Ben kommt hier in jeder Kurve problemlos rum, während der Björn hier arg zu kämpfen hat. Und von hinten kommt jetzt auch Robert Simpkins immer näher. Björn ist da 2 Sekunden weg von den Jungs. George Spatev, unser Leader hier vorne, konnte inzwischen seinen Vorsprung auf 3,5 Sekunden ausbauen zu Adam Klatzka, den wir hier sehen. Beide heute ein mega geiles Rennen. Auf P3 immer noch Ben Sommers, P4 und Björn. Und die Top 5 komplettiert Robert Simpkins, der heute auch mal wieder ein relativ problemfreies Rennen hat, was mich sehr, sehr freut. 3 Runden haben wir noch und ich hoffe mal, dass es hier noch den ein oder anderen Zweikampf gibt. Jetzt erste Mal sind ja hier die Positionen bezogen und wir haben hier relativ klare Abstände. Sehr, sehr schade, dass unser Bernie vorhin diesen Slowdown hatte, sonst könnt ihr jetzt, glaube ich, auch vorne um P3 mitkämpfen. Hier Bayern und Lance Simon kämpfen immer noch um die 9. Position. Vor den Jungs dann Michael Morell auf P8 und direkt hinten dran Chess Moore. Oh, fuck. Oh, und hier hat es einen Zwischenfall gegeben. Wir sehen es hier gerade, Ben Sommers hatte da einen Unfall und auch Robert kann da an ihm vorbeigehen. Das müssen wir uns gleich mal im Replay anschauen, was da passiert ist. Ben Sommers hier. Ben fährt zu schnell in die Dunlop-Schikane rein und verliert sein Fahrzeug. Schade, ach. Björn schlüpft durch und auch Robert kann hier angreifen. Dadurch ist Ben natürlich jetzt auf P5 zurückgefallen und ich glaube kaum, dass er jetzt hier auf der Geraden angreifen kann. Ihr wisst, er hat das High-Sachen-Setup draufgeschnallt. Muss jetzt versuchen, irgendwie da dran zu bleiben, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und wie mir scheint, kann Ben da auch am Robert dranbleiben. Der versucht hier ein bisschen Schlangenlinie zu fahren und sich in Björns Windschatten zu halten. Tolles Rennen heute von Robert, dass es endlich mal wieder vernünftig läuft. Das freut mich sehr für ihn heute. Hat er so viel Pech in den letzten Rennen. Dieses Jahr überhaupt eine total verkorkste Saison. Boah, Ben verliert sogar im Windschatten. Die arme Sau. Da
Der hat einen Flügel komplett gestellt wahrscheinlich. Von hinten kommt da auch mit 7 Meilenstiefeln unser Bernie angerauscht. Vielleicht kann er das ja auch irgendwie noch zufahren und noch einen Schritt nach vorne machen. Top 5 Platz zum Saisonabschluss als Gaststarter, das wäre cool. Letztes Mal Robert hat einen Kompromiss gewählt. Und wir hatten weiter hinten noch einen Zwischenfall, den schauen wir uns direkt gleich mal an. Michael Sullivan, genauso wie Ben Aim, ein bisschen zu schnell hier in die Dunlop-Schikane. Verliert das Auto, ein kleiner 360 und weiter geht's. Nichts passiert, hier ist genug Auslaufzone. Und wir sehen es hier im Bild, Bernhard konnte den Rückstand zufahren und ist jetzt ganz dicht dran, sehr schön. Muss Ben ja noch Angst haben vor Bernhard. Dann hier ist dran. Und von hinten schleicht sich auch E. Turner immer näher, vielleicht spielt er ja auch noch eine Rolle. Byron ist jetzt auch an Michael vorbeigegangen. Ah, ich muss aber erstmal vorbeikommen an dem Fregel hier. Und eine Einfahrt lange geraden, 2 Sekunden an die Sand vorbei. Oder so. Und da ist Bernie jetzt auch an Ben Summers vorbeigegangen, liegt somit auf dem 5. Platz. Schade für Ben, der jetzt hier aus dem Top 5 rausgefallen ist. Ja, Robert im Schach halten. Und Byron kann sich hier jetzt sofort von Michael und Lenz absetzen. Ui. Da haben wir gerade Bernhards Aufschrei gehört, da ist er ein bisschen schwierig um die Kurve gekommen und sofort ist Ben Summers wieder dran. Versucht es hier auch anzugreifen, geht hier an die Seite. Bernhard versucht da noch gegenzuhalten, aber ich denke mal, Ben hat hier vorne in der Kurve einen sehr großen Vorteil mit seinem Setup und Bernie muss da auch klein beigeben. Ich schätze mal, der wird das auch hier tun. Ich schätze mal, der werden sich auch so langsam Bernhards Reifen melden. Mist. Ein verrücktes Setup-Spiel hier. Und da ist er wieder vorbei, scheiße. Allerdings hat Bernie auch noch 3 Runden Zeit, da kann doch so einiges passieren hier. Ja, auf der langen Geraden habe ich ihn wieder. Weiter hinten am Ende des Feldes hatten wir den nächsten Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen. Hier haben wir unseren Freund Agapon mal wieder. Arnage hier, Probleme mit dem Fahrzeug. Zum Glück gibt es hier eine große Auslaufzone. Kurze Runde im Kies und weiter geht's. Ich glaube, der weiß gar nicht, dass das heute hier ein Meisterschaftslauf ist. Oh, und Byron mit seinem Low-Down-Force-Setup musste seinen Platz an Michael Morell wieder abgeben. Bernie hat jetzt auch ein kleines bisschen Anschluss an Ben Summers verloren. Ihm fehlen aktuell 3 Sekunden zu den Top 5 Plätzen. Robert immer noch ganz dicht am Björn und Ben hinten dran. Robert, nicht so. Eieiei, der hat doch gleich mal abgeklopft. Also, okay, ich denke noch, sie kommt mir auf jeden Fall so nah. Oh, und da hatte Robert einen kapitalen Fahrfehler, verliert seinen 4. Platz an Ben Summers und sofort ist auch Bernie von hinten wieder da. Und jetzt schiebt sich das Ganze hier wieder schön zusammen. Ben Summers, Robert Simkins und Bernhard Brüdering. Robert setzt da auch schon mal an, muss aber viel eher in die Eisen steigen als Ben, der jetzt hier in der nächsten Kurve wieder einen kleinen Vorteil hat. Und Bernhard ist da ganz dicht hinten dran, wird jetzt sicherlich auf den Robert angreifen. Sehr schön, dass wir hier gegen Ende des Rennens noch so schöne Zweikämpfe haben. Und so wie es aussieht, wird sich der Bernie auch wieder in die Top 5 zurückkämpfen können. Jetzt kommt hier bestimmt gleich ein Angriff. Da fahren sie nebeneinander und da wird er auch durchgehen jetzt. Da ist Bernie auch vorbei. Top gemacht, damit Bernhard wieder in den Top 5 angekommen. Und im hinteren Feld gab es den nächsten Zwischenfall. Wir schalten direkt hin. Agapon hier, der nächste Dreher. Start- und Ziel-Schikane. Verliert er sein Auto schon wieder. Hier ist er schon ein paar Mal ab. Da ist vielleicht besser, das Auto doch erstmal abzustellen. Ich denke mal, der Lotus 79 hier ist auch für einen Fahranfänger einfach nicht geeignet. Da sollte man sich, denke ich mal, ein anderes Fahrzeug suchen. Bernhard kann sich hier vor Robert behaupten. Ja, ich glaube, das müsste jetzt aber gewesen sein. Und Ben Summers konnte sich von dem Duo schon absetzen, hat 3,5 Sekunden Vorsprung und auch Björn jetzt. Vorletzte Runde gehen, 3,5 Sekunden ungefähr vor Ben Summers. Wow. Hier vorne George Bartev, unser Leader, hat inzwischen fast 5 Sekunden Vorsprung vor Adam Platzka. Und geht jetzt in die 10. von 11 Runden. Bernhard hat einen kleinen Wackler und sofort ist Robert wieder dran. Und hier hinten Byron ist jetzt wieder hinter den ganzen Jungs zurückgefallen. Auf P11 hatte da wieder irgendwo einen kleinen Wackler drin. Michael Morell hier auf P9. Und Chess Moore hat es geschafft und hat sich auf P8 nach vorn gearbeitet. Super. P7 dann hier Key Turner. Und vor Key Turner Robert und Bernhard, die hier um die Position kämpfen. Boah, da haben wir den wilden Slide von Bernie gerade gesehen. Da gehen die Reifen aber jetzt mächtig in die Knie und
Er lädt mich noch in die Testung. Robert geht ja auch vorbei. Da heißt, jetzt wird Bernie wieder mühsam vorbeikämpfen. Aber ich denke mal, er hat hier mit Sicherheit ganz viel Spaß heute. Ein ganzes Stück mehr wie das letzte Mal, als gleich am Anfang das Rennen kaputt war durch den blöden Frühstart. Ja, so ein Dreck. Natürlich heißt das wieder ein Stück Arbeit, aber aufgeben ist keine Option. Was passiert? Nix, alles gut. Ich habe nur wieder den Platz abgeben müssen, weil meine Karre jetzt auf einmal so schmierig wird. Schwimmt durch die Gegend. Immer einen Blick nach hinten, Mark Cruikshank auf P14, dahinter Marcel Daniel Stahnen auf 15 und ganz hinten hier Acker vom Kalavatanon, der dem Feld hinterher fährt. Hier vorne weiterhin in Führung George Batev mit über 5 Sekunden Vorsprung auf Adam Klatzka und noch einmal 17 Sekunden dahinter Björn Ackermann. Und hinter den Jungs gab es wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Anfahrt Dunlop-Schikane, da haben wir heute so einige Probleme. Michael Morell fliegt hier ab und ein paar Sekunden später kommt hier Lance Simon um die Ecke und fliegt hier auch ab und dann kollidieren sie noch weiter, als Michael Morell hier losfahren will. Verrückt. So, und jetzt ist Bernhard wieder dran an Robert Simkins. Jetzt gibt es hier den nächsten Angriff. Der wird jetzt hier auch außen dran vorbeigehen mit Geschwindigkeitsüberschuss. Damit Bernie wieder im Top 5 angekommen. Das Spielchen setzt sich fort. Vielleicht geht ja auch noch was nach vorn zu Ben Sommers. Der ist weniger als 2 Sekunden weg von dem Duo hier. Während die Jungs hier 1,5 Runden vor Schluss um den letzten verbliebenen Top 5 Platz kämpfen, kommt weiter hinten wieder ein kleiner Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Und täglich grüßt das Murmeltier Agapon, der nächste Dreher. Mal wieder Dunlop-Schikane. Da hat er ja auch schon Mark Rujicek aus dem Weg geräumt. Naja, weit ist es nicht mehr bis ins Ziel, dann hat das Elend ein Ende. Und Byron hat jetzt seinen Rückstand zu Lance Simon wieder zugefahren. Wenn der Gang nicht reingeht. Vielleicht ist er da doch noch im 9. Platz drin, das wäre ein persönlicher Abschluss. Ich schätze mal, jetzt hier auf der Geraden wird dann auch ein Angriff irgendwann vom Byron kommen. Er kommt hier mit einem hohen Überschuss von hinten an und er setzt jetzt hier auch an zum Überholen. Geht da aus dem Windschatten raus. Lenz versucht da innen dicht zu machen, aber absolut keine Chance. Byron eine viel höhere Pace hier auf der Geraden drauf. Jetzt muss er nur in der Kurve vorn bleiben. Unser Leader George Batev eröffnet jetzt hier die letzte Runde. 3,5 Sekunden hinter ihm Adam Klatzka auf P2. Beide heute ein mega Top-Rennen. Auf P3 Björn Ackermann hatte zwar ein paar kleinere Zwischenfälle, kann sich hier aber auf Podestplatz behaupten, obwohl Ben Sommers ganz dicht hinten dran ist. Sowohl für Björn als auch für Ben heute trotz kleinerer Zwischenfälle ein mega super geiles Rennen. Und ich bin mir ganz sicher, dass beide heute eine Menge Spaß haben, genauso wie unser Bernie auf P5. Boah. Wir haben ihn hier im Bild immer noch verfolgt von Robert Simkins auf P6. Ich schätze mal, das ist trotz allem hier ganz schön anstrengend und die Jungs werden froh sein, wenn dann endlich die Zielflagge fällt. Mega schade, dass wir direkt am Anfang des Rennens unseren Wolfram verloren haben und dann etwas später auch unser Champion seine Internet-Connection verloren hat. Und wir sehen es da oben im Relativ. Chess Moore letzte Runde eine mega schnelle Runde hier hingebrettert. Eine 3:22, 2:40, die schnellste Runde des bisherigen Rennens. Oh, und Bernhard wird jetzt hier richtig zittern. Robert ist ganz dicht dran. Und wenn die beiden jetzt hier gleich auf die ewig lange 100 hier geraten rausgehen, dann wird mit absoluter Sicherheit ein Angriff auch kommen vom Robert. Er geht hier auch sofort aus dem Windschatten raus und setzt zum Überholen an. Aber Bernie gibt da noch nicht klein bei. Ein tolles Duell hier um den 5. Platz in der letzten Runde. Oh, aber jetzt sieht's gut, dass der Land gewinnt. Du bist mir zu nah dran. Und während die Jungs hier gerade Seite an Seite um den letzten Top-5-Platz kämpfen, hat es direkt hinter denen einen kleinen Zwischenfall gegeben, den wir uns hier unbedingt mal anschauen sollten. Bernie kann sich hier vor Robert Simkins behaupten. Ich glaube, das ist hier auch die Setup-Frage. Chase Moore hier, letzte Runde, verliert hier auch sein Auto. Oh, auf die scheiß Curb ausgehebelt und schlägt mit dem Heck ein, kann aber zum Glück weiterfahren und das Rennen beenden. Chase kann sich da auch noch auf P8 halten. 8 Sekunden dahinter Byron Long, der sich auch noch vor Lance Simon halten kann. Und hier vorne Björn, nach vorn 13 Sekunden und nach hinten zu Ben Sommers, 2,5. Ben hier mit Platz 4, ein Top-Ergebnis heute. Auch Bernie kann sich hier vor Robert Simkins noch halten. Die Plätze 5 und 6. Ein sehr, sehr schöner Saisonabschluss heute einer wirklich sehr langen und turbulenten Saison. George Batev hier mit 4,5 Sekunden Vorsprung vor Adam Klatzka fährt hier einem glorreichen Sieg entgegen. Er hat sich direkt in der ersten Runde hier in Front gesetzt und das Rennen souverän bis hierhin gestaltet und in keiner Minute Zweifel dran aufkommen lassen, wer heute hier das Rennen gewinnen will. Aber auch Adam Klatzka, das ganze Rennen absolut schadlos gehalten, immer in Reichweite zu George. Allerdings hat er nicht die Pace gehabt, um vorne dran zu kommen. Trotzdem Platz 2 heute, ein absolutes super Ergebnis.
Genauso unser Björn heute hier, Podiumsplatz. Björn findet langsam zu alter Stärke zurück. Direkt hinter ihm haben wir dann Ben Sommers und unseren Bernie, dem Robert Simpkins wie ein Schatten hier folgt. Nach hinten zum Piet, genug Abstand, sind über 3,5 Sekunden. Man sieht, Bernies Reifen sind hier so langsam am Ende angekommen, aber auch Robert hat da, glaube ich, nicht mehr so viel entgegenzusetzen. Weit ist es nicht mehr, dann haben es die Jungs geschafft. Bernhard muss hier kämpfen bis zum Zielstrich, um seinen 5. Platz zu behalten. Das wird ganz eng werden. Aber jetzt erstmal die letzten Meter hier für George Badev. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch für unseren Sieger aus Kanada. Das war ein ganz, ganz starkes Rennen. George Badev gewinnt hier. Da müsste jetzt auch die Zielflagge kommen. Congratulations, George Badev. Aber auch ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch an Adam Klatzka und an unseren Björn, der auf den letzten Metern den Ben Sommers hinter sich halten konnte. Ein ganz, ganz starkes Rennen von beiden. Jetzt müsste auch gleich Björn und P3 Glückwunsch. Und da Bernhard kommt da um die Ecke als 5. Robert hat da irgendwo einen kleinen Wackler gehabt. Und Björn konnte den Top 5 Platz halten. Super, geil. Das war knapp. Good race, guys. Robert kommt auf P6 ins Ziel. Keith Hörner auf P7 und hier kommt auch Chase Moore. P8, dann haben wir Byron auf 9 und Lance Simon auf 10. Puh, war das war eine Raserei, Alter. Also, aber sowas von. Eine lange Saison neigt sich hier dem Ende entgegen. Die restlichen Fahrer kommen hier alle ins Ziel. Michael Moore, dem fehlt hier ein Stück Frontflügel, hat aber hier irgendwo noch Senna Grave überholen können, der auf P12 zurückgefallen ist. Ja, Glückwunsch zum P3, Björn. Ja, das war super gemacht, aber schön umgerutscht. Und während hier die letzten Fahrzeuge so langsam ins Ziel trudeln, haben wir dann irgendwann das Gesamtergebnis eingeblendet. Ja, das war der Saisonabschluss. Das ist erstmal 13. Woche. Ja, ich bin mal gespannt auf den Regen. Ja, bin ich schon mal gespannt. Der kommt ja jetzt in der Pause, oder? Ja. Ja, yeah, but in the corner sections you are so much faster than me. Wow, wow, crazy. Yeah, it's amazing, the corners. I tested both setups and I was quicker in this one, believe it or not, in the corners. In the lap time overall. Ach, das war bestimmt für Ben Sommers, oder? Ja. Saisonabschluss und der Champion rausgeflogen. Wolfram Pfund rausgeflogen, aber Adam Klatzka auf P2. I go drive now 15 laps on Nordschleife with the Lotus 49. I'm totally stupid. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Thank you, Ben. Sommer, können wir da überhaupt zugucken? Das würde GSRC übertragen. Ja, ich muss jetzt mal in die verabschiede mich erstmal hier von unseren Zuschauern. Tolle Saison. War richtig cool. Schauen wir mal, was nächste Saison hier läuft. Zuschauer hat sein Stream noch an. Macht's alle gut. Ciao, ciao. Da war aber unser Champion ganz schnell weg vom Fenster. Ein verrücktes Rennen, wie man das von Le Mans erwartet, vor allen Dingen, wenn da keine Schikanen auf der Strecke sind. Nichtsdestotrotz war das ein super lustiges Rennen, denke ich mal, und es hat euch, glaube ich, allen Spaß gemacht, genauso wie uns. Björn auf dem Podest, das ist doch mal was zum Saisonabschluss. Und ich denke mal, wir freuen uns alle schon auf die neue Saison. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe auch, ihr bleibt uns treu. Ich denke mal, wir sehen uns dann in 1-2 Wochen. Bis dahin, macht's alle gut. Ciao.
verfälscht auf die Dauer Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu führen. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.